Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um die ganz große Frage: Was ist Eschwege? Ja, ich rede in meinen Videos total viel über Eschwege, zeige euch total viel auf Instagram über Eschwege, aber einige von euch wissen einfach nicht, was das eigentlich ist. Und das finde ich schon mal ziemlich komisch, weil es ja doch sehr präsent ist bei uns Reborn-Müttern. Aber ich dachte mir, jetzt machst du einfach mal ein Video drüber, weil es gab wirklich so viele Menschen, die mich das jetzt in letzter Zeit gefragt haben, dass ich mir echt dachte, okay, da ist einfach mal ein Video nötig. Und dementsprechend gibt es einfach mal ein Video für euch. So, und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Ja, ganz grob gefasst, Eschwege ist eine Reborn-Messe. Also es ist eine Messe, wo ganz viele Reborner ihre Babys ausstellen, die man denn dort kaufen kann. Oder ja, man lernt einfach Reborner kennen. Aber ich habe diese Messen bis jetzt immer dazu genutzt, um euch zu treffen, also um Fans zu treffen, um einfach Gleichgesinnte zu treffen, um sich auszutauschen, um natürlich auch die Neuheiten und die Reborns zu sehen. Das finde ich auch immer richtig spannend. Und ich fand es bis jetzt immer wieder wunderschön. Ich war jetzt einmal in Eschwege 2017 und einmal in Münster jetzt 2018. Das war im April. Die Münstermesse gibt es nicht mehr. Die ist leider abgeschafft worden, weil sich sehr, sehr viele Menschen beschwert haben, was ich sehr, sehr traurig finde. Und ja, jetzt gibt es nur noch Eschwege hier wirklich bei uns in der Nähe. Naja gut, was heißt in der Nähe? Wir fahren 7 Stunden nach Eschwege. Also ja, aber das ist die einzige, die wirklich irgendwie so, ja, so Kult hat, weil die wirklich schon sehr, sehr alt ist. Also die gibt es schon sehr, sehr lange. Und ich habe mich jetzt, weil ich ja selber reborne, dazu entschlossen, selber auszustellen. Das heißt, wenn ihr nach Eschwege kommt, ich erzähle euch gleich nochmal so die Eckdaten, wo das ist und wie das abläuft und so, habe ich mich selbst dazu entschieden, auszustellen. Also ich werde meine eigenen Reborn-Babys, die ich selber mache, euch zeigen und ihr könnt an meinem Stand vorbeikommen, euch die angucken, ihr könnt die hochnehmen, ihr könnt wirklich alles mit denen machen und ihr könnt sie natürlich auch kaufen. Direkt mitnehmen und habt einfach ein Reborn-Baby von mir. Also das hier ist schon mal der Flyer, davon habe ich ganz, ganz viele bekommen, weil ich eben Aussteller bin. Und zwar ist es schon der 24. Oder die 24. Puppenmesse jetzt, also schon das 24. Mal. Und das Ganze ist am 3. und 4. November 2018. Über 130 namhafte Künstler, Manufakturen und Fachhändler. Eschwege im Werratal, Stadthalle, Wiesenstraße 9 ist das Ganze. Aber wenn ihr im Internet einfach mal Reborn Messe Eschwege eingibt, dann werdet ihr es auf jeden Fall finden. Und das ist auch wirklich sehr leicht zu finden. Wenn ihr zum Beispiel mit der Bahn kommen wollt, dann kann man wirklich vom Bahnhof einfach dahin laufen. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht mit Felix. Und genau, das sind 3 Hallen insgesamt. Also 3 große Hallen, wo wirklich alles voll mit Reborns ist und man braucht da wirklich ein bisschen, um da durchzukommen. Ganz wichtig, Kinderwagen sind nicht erlaubt dieses Jahr. Die Chefin ist eine Rollstuhlfahrerin und dementsprechend hat sie letztes Jahr, ja, war sie ziemlich genervt, dass da die ganzen Kinderwagen waren. Das kann ich auch verstehen. Ist natürlich schade, weil viele Leute wirklich sehr, sehr viele Babys mitnehmen und die natürlich auch alle zeigen wollen. Aber, ja, ist in dieses Jahr eben verboten. Nehmt einfach eine Trage für euer Baby oder nehmt es einfach auf dem Arm. Ich würde euch allerdings eine Trage empfehlen, weil die ganze Zeit auf dem Arm ist wirklich sehr anstrengend. Und dann klappt das Ganze schon. Wo mein Stand ist, kann ich euch leider noch nicht sagen. Die Information gibt es leider erst Mitte Oktober für uns, die da ausstellen. Und das werde ich euch aber auch alles mitteilen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn einige vorbeischauen. Wir werden bestimmt wieder ein Reborn-Treffen machen. Das heißt, quatschen, Fotos machen, Autogramme. Ihr könnt Benetton auf den Arm nehmen. Das ist wirklich alles möglich. Und das war letztes Jahr wirklich so schön. Ich verlinke euch mal die Videos vom letzten Jahr. Also da könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr das nicht wisst, was das war. Es war wirklich so unglaublich schön. Und ich habe mich einfach so gefreut, euch alle zu sehen. Und das war ja für mich dann das erste Mal, dass ich wirklich sehr, sehr viele Menschen und Gleichgesinnte getroffen habe. Und das war wirklich einfach so schön. Ja, also wenn ihr Lust habt, vorbeizukommen, der Eintritt kostet für einen Tag 10 Euro. Über 14 ist es umsonst.
Und für 2 Tage, also den Samstag und den Sonntag, kostet es nur 15 Euro. Also wenn ihr beide Tage da seid, dann holt euch auf jeden Fall ein Kombi-Ticket. Und ja, sonst war es eigentlich. Ihr könnt direkt vor Ort die Karten kaufen. Also ihr müsst dann nur hinkommen. Ich glaube, das beginnt am Samstag um 10 oder am Sonntag um 11 und geht dann am Samstag von bis 18 Uhr und am Sonntag bis 17 Uhr, glaube ich. So war das. Ja, wir werden uns ein Hotel nehmen. Das werde ich heute buchen, weil wir halt lange Zeit noch nicht sicher waren, ob jetzt noch jemand mitkommt. Aber im Moment ist es so, dass nur ich und Felix fahren. Und genau, wir werden auch schon am 2. fahren, weil die Aussteller müssen bereits am Freitag da sein, um alles aufzubauen. Und damit dann wirklich Samstag alles richtig früh losgehen kann. Und ja, deswegen fahren wir Freitag los. Genau, also ich bin wirklich sehr begeistert von solchen Messen. Ich finde es immer wieder schön, dann auch Gleichgesinnte zu treffen und dass man sich einfach so austauschen kann. Man sieht so viele Reborns, es gibt auch Zubehör. Leute verkaufen genähte Kleidung oder alles wirklich. Also es ist wirklich, wirklich toll. Und wenn ihr einfach die Chance habt, da hinzukommen, dann macht das. Nehmt euch auch gern mal einen Tag frei dafür, weil das lohnt sich wirklich. Und ja, das war es auch, glaube ich, alles über die Messe. Ich bringe ganze 12 Babys mit. Also wirklich eine sehr, sehr große Anzahl. Und ja, meine Freundin kommt auch mit. Die ist direkt neben mir und verkauft selbstgemachte Schnullerketten. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Das heißt, wenn ihr ein Baby bei mir kauft, könnt ihr euch direkt eine Schnullerkette dazu kaufen. Natürlich mit Namen auch und auch nach euren Wünschen und so. Das ist alles möglich. Und 3 von meinen Babys sind bereits komplett fertig. Die sitzen hier schon angezogen und warten nur noch auf Eschwege. Und die restlichen Babys sind auch schon fertig, aber die warten noch auf ihr Roting, also auf ihre Haare. Meine Babys werden alle ein Roting bekommen und alle natürlich top verarbeitet. Ihr könnt euch das gerne alles anschauen, alle mit Zertifikat. Und ganz, ganz viel von Bonnie Brown ist dabei. Ja, und das war's auch über Eschwege, glaube ich. Und ich hoffe, ich habe euch alle Fragen beantwortet. Wenn nicht, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!